Einen guten Lauf hat auf der Trabrennbahn in München-Dagelfing auch ein Hengst aus München erwischt. Und er hat gleich beim ersten Saisonhöhepunkt beim Münchner Pokal gewonnen. Am 6. Renntag der Dagelfinger Saison war der Münchner Pokal mit seinen 12.000 Euro der Tageshöhepunkt. Aus zwei Bändern gingen insgesamt 9 Starter auf die Reise. Neben dem heimischen Seriensieger Postillon wurde der ebenfalls als Seriensieger angetretene Klaas Hand als Favorit gehandelt. Hoffnungen galt außerdem dem erst 4-jährigen Uccellone aus dem Quartier von Rudi Haller und Kovi Stream, für die Trainer Wolfgang Nimczyk Thomas Pancho als Catchdriver verpflichtet hatte. Bereits zuvor hatte Rudi Haller angekündigt, dass er am Start mit Uccellone alles auf eine Karte setzen würde. Und den Worten folgten Taten, denn der Hengst hatte mit dem für ihn neuen Bänderstart keine Mühe, eilte sofort an die Spitze und ließ den auf das Tempo drückenden Postillon nicht gewähren. Nach einem ruhigen ersten Kilometer beschleunigte der Wiesenhofer auf 1,13 für das dritte Teilstück, zog damit Postillon endgültig den Zahn und verabschiedete sich im Schlussbogen auch von der nachsetzenden Kovi Stream zum überlegenen 2,5 Längen Sieg. Angesichts des Rennverlaufs war für die Starter aus dem zweiten Band an den Sieg nicht zu denken. Die Plätze 2 und 3 gingen an Miramax BR und Klaas Hand. Uccellone-Trainer Rudi Haller zeigte sich beim Siegerinterview begeistert von den Fähigkeiten seines Schützlings, ließ die folgenden Pläne aber weitestgehend offen, machte aber keinen Hehl daraus, dass ein Start im Derby das mittelfristige Ziel sein wird.